Ein herzliches Grüß Gott aus dem YouTube-Studio der Markenwelt Blechinger GmbH und dem Automakler Markus Schott. Ja, wie schon in den vergangenen Videos präsentiert, wollen wir jeden Neuzugang bei uns im Haus mit einem Zustandsbericht quasi vorstellen. Wir wollen Ihnen schonungslos zeigen, was erwartet Sie, wenn Sie zu uns kommen. Was werden Sie vorfinden? Ja, beginnen möchte ich bei allen Fahrzeugen wie immer vorne am Kotflügel. Wir gehen dann quasi einmal ganz rum ums Fahrzeug und schauen uns alles im Detail an. So, wir gucken mal auf den Kotflügel vorne rechts, schauen uns die Spaltmaße an, schauen mal, ob wir irgendwo Kratzer oder Dellen entdecken können. Sieht hier sehr, sehr sauber aus. Wir schauen auf das Rad. Rechts ist ja meistens doch eher angefahren als links, logisch. Wir schauen von der Seite durchs Fahrzeug, legen uns quasi fast auf den Boden, gucken, ob wir irgendwelche Lichtspiegelungen sehen, ob wir Dellen oder Kratzer sehen. Das sieht hier also alles sehr, sehr schön aus. Ich kann hier keinen Kratzer, keine Delle ausmachen. So, wir schauen mal weiter auf die, was ist das hier? Nix. Türkanten, oftmals ist ja so, durch das Öffnen der Türen in Parkhäuser, in Parklücken, laufen wir halt Gefahr, dass wir die Türen anschlagen. Und auch hier Lackabplatzungen verursachen. Ja, aber hier, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir schauen auch ins Seitenteil. Können soweit jetzt nichts entdecken. Wir gucken uns die Türkante hinten rechts an. Alles sieht sauber aus. Ich öffne mal die Türe hinten. Oftmals ist es ja so, dass durch Kindersitze das Rein- und Rausheben, dass da vielleicht Beschädigungen da sind. Aber hier sieht das eher so aus, als ob hier noch nie jemand gesessen war. Ja, wir schauen das Seitenteil uns genauer an. Ach halt, wir waren da noch gar nicht beim Rad. Wir wollten doch das Rad hinten rechts anschauen. Ob das denn beschädigt wurde durchs Einparken. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Keinerlei Beschädigung. So, dann gucken wir uns da das Spaltmaß an. Was ist das hier? Staub. Sie sehen, wie der Staub auf einmal sichtbar ist. So genau schauen wir das uns an. Ich sehe hier eine kleine Lackausbesserung, die aber sehr, sehr fein gemacht ist. Und hier an der Stoßfängerecke ein bisschen ausgebessert. Also man muss schon sehr, sehr genau hinschauen, um hier diesen Makel zu sehen. Wir schauen weiter ums Fahrzeug. Hier an der Ecke kann ich also nichts erkennen. Wir schauen uns das Fahrzeug von hinten an. Es gibt keinerlei Beschädigungen oder Dellen am Fahrzeug. Wir schauen mal den Stoßfänger, die Ladekante an.
Auch hier wieder Staub. Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Alles einwandfrei. Auch die Ladekante, Kunststoff, nicht angeranzt von Wasser oder Limokästen. So, schauen wir mal die Stoßstange uns genauer an. Hier sehe ich etwas. Ja, wie halt beschädigt vom Beladen von irgendwas. Ist jetzt nicht so dramatisch. Man sieht es, wenn man es weiß, aber es ist bei einem Fahrzeug diesen Alters eigentlich normal. Ja, schauen wir weiter. Wir gucken uns hier die Spaltmaße an. Wir gucken hier in das Seitenteil. Auch hier alles wunderbar. Nichts beschädigt. Keine Lackausbesserungen. Auch hier die Türkante. Alles einwandfrei. Sehr schön. Wir schauen uns das Rad hinten links an. Super. Astrein. Wir schauen mal von der Seite ins Fahrzeug. Auch hier keine Dellen, keine Kratzer. Wir schauen uns die Türkante an, der Fahrertüre. Und hoppla, da sehe ich ganz, ganz leicht, sehen Sie es? Eine kleine Beschädigung. Ganz minimal. Können wir auch mit einem Lackstift ein bisschen austupfen. Aber ich würde da gar nichts machen. Das sieht hinterher schlechter aus als vorher. So. Fahrertüre. Einwandfrei. Keine Beschädigung. Wir gucken mal auf den Kotflügel. Ja. Sehr schön. Hoppla, da sehe ich was. Eine kleine Ausbesserung hier. Mit dem Lackstift. Kleine Delle drin. Aber okay. Man muss schon sehr, sehr genau hinschauen. Wir schauen uns mal von der Seite rein. Also Sie sehen, das ist schon sehr, sehr gering. Ja. Gucken wir mal noch nach vorne auf die Scheinwerfer. Alles einwandfrei. Das Fahrzeug hier hat wirklich keinerlei Steinschläge. Wir schauen uns die Motorhaube an. Man sieht tatsächlich jedes Staubkörnchen. Wenn Sie so nah mit der Kamera rangehen, jedes Staubkörnchen ist sichtbar. Alles wunderbar. Schauen wir mal auf die Frontscheibe. Auch die Frontscheibe hat überhaupt gar keine Beschädigung. Also wir sehen hier wirklich, ich habe jetzt da wieder Staubkörnchen weggemacht. Es hat keinerlei Beschädigung. Sie sehen es hier, Staubkörnchen, zack, weg ist es. Also es ist wirklich ein ganz, ganz sauberer Wagen. Wir schauen mal innen rein. Einstiege, oftmals, das hier ist noch Feuchtigkeit vom Reinigen, oftmals zerkratzt von den Schuhen. Ja, wie eben auch
die Türverkleidungen. Aber alles sieht sehr, sehr gut aus. So, gucken wir mal. Starten das Fahrzeug. Ja klar, Tür offen. So, 36.139 Kilometer. Schauen wir mal auf den Fahrzeugstatus. Motorölstand, okay, Servicebedarf. Haben wir also gar keinen. Servicehistorie. Sie sehen, alles gemacht. Gehen wir weiter. Sitzheizung vorne natürlich dabei. Eine Klimaautomatik dabei. Das Fahrzeug hat ein elektrisches Schiebedach. Wir gucken mal vorne in den Motorraum. Ja. Gucken wir mal, ob wir irgendwas entdecken. Aha. Ich sehe keinerlei Aluminiumteile. Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich nur zeigen, ich finde hier keinen Salzfraß. Also das Fahrzeug hat tatsächlich wenig Salz im Binder gesehen. Es sieht fast so aus wie eben ein Rentnerfahrzeug, der sich gesagt hat, naja, wenn es schneit, fahren wir einfach nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen den Zustand ein bisschen näher bringen. Mein Partner Markus Schott und ich, wir würden uns freuen, Sie persönlich begrüßen zu können und vielleicht sogar zum neuen Fahrzeug zu beglückwünschen. Vielen Dank fürs Interesse, Ihr Ralf Blechinger.